Willkommen bei PC Games Hardware. Arrow Lake ist da, also eigentlich ist er schon seit einigen Tagen da und Benchmarks darf man auch erst ab morgen zeigen. Aber ich habe mir gedacht, bevor alle nur noch über die Leistung reden, rede ich heute mal über Z890 und die Plattform, die mit den neuen CPUs einhergeht. Zusammen mit den neuen Core Ultra 200 Prozessoren gibt es nämlich natürlich auch neue Plattformen, neuer Sockel, neuer Chipsatz bzw. neuer I/O. Hier gibt es keine mehrteiligen Chipsätze wie bei AMD. Und das bringt auch neue Eigenschaften bei der 800 Series mit sich. So viel weit schon mal hier Intels Übersicht. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Vorher aber noch der wichtigste, eigentlich der viel wichtigere Punkt, denn wer sich ein bisschen auskennt, weiß schon, dass das hier doch sich relativ stark wie Wiederholung aus der vorigen Generation nimmt. Der viel wichtigere Teil ist nämlich eigentlich, was sich bei den Prozessoren getan hat, denn da sind nämlich auch neue Eigenschaften dazugekommen. Rein physisch, wer es sich auskennt, erkennt schon, dass der Heatspreader ein bisschen anders geformt ist. Wer sich noch besser auskennt, könnte entsprechende Gegenstücke der Anpassung auch an dem Befestigungsmechanismus des Sockets erkennen. Aber das sind beides Kühlungsthemen, die wird Jan in einem extra Video behandeln. Dave wird sich natürlich um das Innere kümmern, also sprich, was bringen euch die neuen CPU-Kerne, wie schnell rechnet das Ganze, wie gesagt, das darf man sowieso erst ab morgen zeigen. Wo es mir heute drum geht, ist, beginnt im Prinzip hinten auf den Kontakten und geht in die Kontakte rein. Wie der Name Sockel 1851 schon andeutet, sind das ein paar mehr geworden, 151 plus gegenüber dem Sockel 1700 und wofür nutzt Intel die? Nicht wirklich für den Punkt, aber ich will ihn kurz ansprechen, DDR5 6400, deutliche Beschleunigung über dem Vorgänger beim RAM-Takt, allerdings, das gilt laut Spec nur, wenn ihr ein Board habt mit nur einem Modul pro Kanal und wenn ihr den neuen CU-DIMM habt. Das U hat man bislang schon immer eigentlich dabei gehabt, wurde nur mal weggelassen. Wir arbeiten die ganze Zeit eigentlich mit U-DIMMs, also unbuffert. Und CU ist jetzt immer noch der RAM. Die Datensignale selbst sind weiterhin ungepuffert. Aber es gibt jetzt einen neuen Taktgeber. C steht für Clock auf dem Modul selbst. Das heißt, das Ansteuerungssignal für den Referenztakt an den RAM muss nicht mehr komplett von der CPU über Leitung sauber bis zum RAM kommen, sondern wird da nochmal neu aufgefrischt. Die Nutzung dessen ist optional. Es funktioniert alter RAM in den neuen Boards und in den neuen CPUs. Es funktioniert auch der neue RAM in einem Fallback-Modus in alten Systemen. Aber wenn man die hohen versprochenen Taktraten von Intel erreichen will, dann braucht man laut Spec Module mit diesem Feature. Wir werden es sicherlich in Tuning-Sachen, Specials nochmal extra angucken. Im Prinzip ist es ein bisschen Overkill für diesen Takt, denn bekanntermaßen erreichen auch schon Sockel 1700 Systeme problemlos über DDR5 7000 ohne dieses Special Feature. Daher heute auch direkt der Blick weiter zu den anderen Neuerungen. Nicht unbedingt zu NPU, die wird wahrscheinlich keinen interessieren, sondern hier, wir haben mehr PCI Express Lanes, wir haben vor allem mehr PCI Express 5.0 Lanes in der CPU und wir haben Thunderbolt integriert. Was heißt das für die Plattform insgesamt? Ich habe mal wieder eine meiner gefürchteten, nicht ganz so übersichtlichen Sichten zusammengestellt und mal die Ausstattung hier des neuen 1851er mit Z890 Bundles aufgeführt. Wenn man das mit dem Vorgänger Sockel 1700 mit Z790 vergleicht, fällt eins sofort auf. Es gibt einen größeren Anteil, wie gesagt, an Schnittstellen, die direkt von der CPU kommen. Und der wichtigste Block dabei ist sicherlich diese vier Lanes hier. Wir haben jetzt nämlich 20 PCI Express 5.0 Lanes und das ermöglicht erstmals bei Intel auch die Anbindung einer SSD mit voller Geschwindigkeit, also aktuellen High-End-Modellen mit PCI Express 5.0, ältere ging natürlich immer, mit voller Geschwindigkeit, ohne die Grafikkarte zu beeinträchtigen. Jede Menge Z790 Mainboards haben auch schon versprochen, dass sie PCI Express 5.0 für SSDs können, aber das ging immer nur, wenn man die Grafikkarte auf 8 Lanes eingebremst hat, was natürlich kein Gamer will, weswegen es de facto nutzlos war. Jetzt, wie gesagt, endlich auch hier 5.0 und das ist natürlich ganz wichtig in der Konkurrenz mit AMDs neuer, auch 800 genannten Generation, denn, wie ich schon im letzten Video schon habe, die können auch genau einmal PCI Express 5.0 für SSDs anbieten, zusätzlich zur Grafikkarte. Und da hat Intel jetzt also einen Gleichstand erreicht. Witzigerweise, indem sie was hinzugefügt haben, während AMD bekanntermaßen eigentlich das Feature, das sie mal zweimal 5.0 konnten, verschenkt hat, weil da jetzt eigentlich bei allen Mainboards, die ich untersucht habe, ein USB-Zusatzcontroller dranhängt. Der bringt uns zum zweiten Zusatzfeature der neuen CPUs, denn neben dem weiterhin bestehenden Block für eine 4.0 SSD sind noch zwei weitere Ports dazugekommen, die ich hier mal doppelt breit eingezeichnet habe, weil es dann besser mit AMD vergleichbar ist. Und zwar sind es nämlich zwei Anschlüsse, die USB können, die 40 Gigabit können
Und sie können auch Thunderbolt 4 40 Gigabit, was aber eigentlich für die meisten User wahrscheinlich die weniger wichtige Eigenschaft ist, denn dafür bräuchte man Thunderbolt-Peripherie, die weniger haben. Aber diese Ports beherrschen auch übrigens im Gegensatz, soweit ich jetzt überblicken kann, zu den schon teilweise onboard verlöteten Thunderbolt-Zusatzcontrollern. Im Gegensatz zu diesen beherrschen die auch tatsächlich nativ USB 4 40G, also wirklich den vollen Gen 3 X2 Standard. Bislang konnte ich dagegen mit Onboard-Controllern immer maximal Gen 2 X1 erreichen, also USB 3.1 Geschwindigkeit. Die hier, ich konnte es mangelndes Laufwerk noch nicht selbst ausprobieren, aber laut Spezifikation steht es ausdrücklich drin, können auch wirklich 40 Gigabit pro Sekunde per USB erreichen. Kurz gesagt, sie können im Prinzip außer zusätzlich Thunderbolt all das, was AMDs USB-Zusatzcontroller auch kann, nur kommt es hier nativ von der CPU und verbraucht damit keine PCI Express Lanes. Was eigentlich gar kein Problem wäre, wenn, denn der Z98 steht noch zusätzlich zur Verfügung und bietet PCI Express Lanes zuhauf. Wir erinnern uns nochmal, Vorgängergeneration-Duell war AMD X670 gegen Intel Z790 und schon damals war es so, dass AMD zwar mehr 5.0 hatte und auch jede Menge USB 3.1, aber insgesamt etwas weniger PCI Express Lanes. Das heißt, die Intel Mainboards konnten sich schon immer erlauben, da ein bisschen großzügiger mit umzugehen, nochmal einen Zusatzcontroller extra drauf zu packen oder ein M2 mehr oder so weiter. Das gilt weiterhin und hat sich im Prinzip, das könnte man jetzt annehmen, sogar einen Ticken gesteigert, weil wir haben ja noch 4 Lanes zusätzlich von der CPU bekommen. Da muss ich allerdings dazu sagen, Intel hat gegengesteuert und umgekehrt 4 Ports am PCH gestrichen. Das heißt also, wo der Z97 noch eine SSD mit zu versorgen hatte, was jetzt die CPU macht, hat der Z890 eine Möglichkeit weniger eine SSD zu versorgen, womit also in der Gesamtsumme gleich viel bleibt. Aber als Bonus kann der Z98 jetzt an allen seinen Ports PCI Express 4.0 Geschwindigkeit erreichen, während der Z98 an 3 auf 3.0 beschränkt war. Das heißt, unterm Strich haben wir im Prinzip getauscht. Wir haben hier hinten einen 3.0er weggenommen und hier vorne einen 5.0er dazugekommen. Und ja, dass die SATA-Ports jetzt 4.0er Zweitbelegung haben, geschenkt. In der Summe heißt das, wenn man es jetzt wirklich mal aufaddieren wollte, wir können hier eine erste SSD mit 5.0 reinpacken, genau wie bei AMD. Wir können eine zweite SSD reinpacken, genau wie bei AMD, läuft die dabei mit 4.0. Und dann haben wir noch übrig bei AMD Platz für 2 weitere 4.0 SSDs bei den aktuellen Handboards. Bei Intel für 1, 2, 3, 4, 5 weitere SSDs, wenn wir noch eine SATA-Lane hier wegnehmen. Und wenn man gar kein SATA macht, theoretisch sogar für 6. Zumindest, das wäre ein bisschen übertrieben, denn A braucht man ein bisschen SATA und B darf man auch nicht vergessen, so ein LAN-Controller oder auch ein Wi-Fi-Controller schlucken auch jeweils noch eine PCI Express-Lane. Denen ist zwar die Geschwindigkeit egal, aber die Anbindung muss ja irgendwie da sein. Das heißt, diese 3.0er, die AMD zusätzlich bietet, das macht Intel nicht mehr, die sind dafür vollkommen ausreichend. Aber wenn es halt wirklich darum geht, schnelle Schnittstellen anzubinden, dann hat Intel einfach im Moment ganz klar die Nase vorn, weil sie können einfach, ja, mal locker 2 bis 3 X4 Links zusätzlich verbauen. Man sieht das ja auch bei den Mainboards, die ich mitgebracht habe. Ich habe das letzte Mal in dem X870E Video hatte ich Asus X870E Hero ziemlich gedisst. Hier ist das Z890 Gegenstück. Und da sieht man gleich, der zweite Slot hier, der ist gar nicht mehr so sehr auf, wir wollen noch eine zusätzliche Grafikkarte einbauen, optimiert und ist auch nicht dafür gedacht. Nämlich wo Asus bei X870 das Problem hatte, oh, wir haben keine Lanes mehr, ja, dann lass halt irgendwie so einen 5.0-Sharer verlöten, damit es wesentlich ganz so leer aussieht, haben sie hier wirklich nochmal zusätzlich einen 4.0-Slot draufbauen können und auch noch einen X1 und genauso hier liegend Gigabyte X870 Master, auch das kann einfach 2 Erweiterungsslots zusätzlich versorgen, ohne an der Stelle sharen zu müssen, einfach weil die Lanes da sind. Und das ist natürlich für Leute, die ihr System später nochmal erweitern wollen, praktisch. Das Ganze heißt übrigens leider nicht, dass 5.0-Sharing beim Sockel 1851 gar kein Thema wäre. Im Prinzip ist es zwar so, dass die Vorgängerboards schon nicht zu Recht von sich behaupten können, sie würden 5.0 für SSDs anbieten. Von daher wäre ein Port diesmal schon ein Fortschritt. Und man hat eigentlich nicht so den Bedarf, einen Rückschritt wie bei AMD zu maskieren. Aber natürlich wollen die Marketingleute immer noch mit möglichst viel 5.0-Slot werben und deswegen sind die halt genauso auf. Also ihr habt auf jedem Board habt ihr einen nativen, meistens direkt unter der CPU, teilweise absolut monströs gekühlt oder auch einfach nur mit einem Briefbeschwerer belegt, wenn man sich so die Größe der Kühlrippen anguckt, die Asus diese Generation verbaut. Aber ihr habt natürlich auch noch weitere M2-Slots drauf und da ist dann wieder die Nutzbarkeit durchaus fraglich. Bei dem zeige ich es euch jetzt mal nicht, weil hier diverse Schrauben zu lösen werden, aber es gibt ja auch Hersteller, die machen vorbildlich alles mit Schnellverschlüssen und da kann man schon sehen hier die weiteren M2-Slots, in dem Fall bei Gigabyte. 4 Stück. Ein zweiter 4.0er kommt von der CPU, das haben wir schon besprochen.
der ist unproblematisch und wir haben eigentlich auch genug PCH-Lanes, um andere zur Verfügung zu stellen. Also die beiden hier werden vom Z890 versorgt, die sind auch unkritisch. Aber dazwischen findet sich einer, ihr seht schon, hier ist so ein bisschen Gen 5, eine schöne Verkleidung drauf. Das geht nicht über die CPU, denn verfügt eben nur über 20 Lanes. 4 davon sind hier oben verbraten. Im primären Slot 16 gehen an die Grafikkarte, damit bleiben 0 für diesen. Und ihr seht schon, hier sind zwei Splitter verbaut. Die leiten eben einen Teil der hinteren Lanes der Grafikkarte bei Bedarf hier unten hin. Ja, wer so dringend Bedarf an schnellen SSDs hat, ist wahrscheinlich nicht die, gehört nicht zur Zielgruppe dieses eher Gamerboards. Von daher also auch hier ein reines, ja, Marketing-Feature, das in der Praxis nicht genutzt werden wird. Aber was halt verbleibt, sind weiterhin noch die Möglichkeit für eine primäre und 3 weitere SSDs und wer will, kann auch eine Adapterkarte in den Slot stecken und hat dann noch eine mehr. Und das alles bei einem Board, was halt auch schon mal 4 Lanes für einen 10G LAN-Port onboard verbaut hat. Das heißt also, der PCH ermöglicht euch eigentlich schon trotz allem eine sehr gute und runde Ausstattung. Um genau zu sein, ist sie mal wieder so rund, dass einige Leute jetzt fragen werden, muss ich so viel Geld wirklich ausgeben? Geht das nicht auch etwas einfacher? Aktuell ist der Stand, nein. Es gibt wie üblich bei Intel zum Launch gibt's nur das High-End-Modell. Aber es ist natürlich zu errechnen, dass wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres noch mehr kommt. Und was da kommt, da gab es tatsächlich auch schon einen Leak im Frühsommerzug. Der hing seitdem ziemlich in der Luft. Es gab keine Bestätigung für die Informationen da drin. Aber jetzt hat sich das ein bisschen geändert, denn zum einen ist der Z890 da, der von diesem Leaker komplett korrekt vorhergesagt wurde. Und zum anderen hat der Leaker halt auch noch so ein paar Namen in den Raum geworfen, nämlich zum Beispiel B860, H810, Q870. Interessanterweise aber nicht H870, was bislang nach bisherigem Schema das zweitbeste zu erwartende Modell gewesen wäre. Das heißt, er muss den Grund haben, das nicht zu nennen. Und zusätzlich hat er auch für die allen genannten schon mal so ein paar spezifiziert und haben auch zu USB gegeben. Und genau die hat Intel selbst jetzt unfreiwillig spezifiziert. Was ihr seht, ist ein Screenshot aus den Core Ultra 200 spezifiziert, also jetzt der Arrow Lake CPUs. Und wie gesagt, die CPUs haben jetzt auch Schnittstellen drauf, die Funktionen übernehmen, die ursprünglich den Mainboards vorbehalten waren. Und damit bedingt sich auch, dass die CPUs jetzt Teil der Schnittstellen-Skalierung sind, je nach Klasse. Und dafür werden sie natürlich auch spezifiziert. Und ja, offensichtlich hat niemand bei Intel daran gedacht, dass man diese Daten vielleicht aus den Dokumenten rauslöschen sollte, bevor man sie zum CPU-Launch veröffentlicht mit Chipsätzen, die erst später erscheinen werden. Also kurz gesagt, wir haben hier schon mal die komplette Auflistung, wie dürfen sämtliche kommenden Sockel 1700 PCHs denn die USB-Ports der CPU nutzen? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Den zweiten dürfen nur der Z890, das Bismuth-Modell Q870, was uns nicht interessiert, nutzen und ein W880. Das wird dann wahrscheinlich eine Xeon-Ableger, eine Workstation-Plattform sein. Auf Basis der gleichen Technik interessiert uns auch nicht. Den ersten Port dagegen, also sprich einmal USB 4 ab CPU statt zweimal, wir dürfen alle nutzen. Und wie gesagt, das hat halt dieser Leaker korrekt vorhergesagt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass er mit allen anderen Informationen auch richtig lag und habe die mal hier als redaktionelle Einschätzung vorab bereitgestellt. Wir haben also natürlich als Mittelklasse zu erwarten, typisch Intel, ein BX60, in dem Fall der 860 und ganz unten im Einsteigerbereich ein 810H. Wenn man sie jeweils mit den Vorgängern vergleicht, machen wir einiges besser. Im Fall vom H810 hat zum Beispiel der H610, 700er gab es nie, war noch auf PCI Express 3.0 beschränkt. Das heißt, da konnt ihr nicht mal eine Mittelklasse-SSD mit voller Geschwindigkeit anbinden. Das ändert sich jetzt endlich. Zusätzlich hat man mit USB 4 die Möglichkeit, die doch sehr dürftige USB-Ausstattung zumindest an schnellen Ports ein bisschen aufzubessern. Ich meine, so ein USB 3.0 hat, findet man auch mal auf dem Billigboard, dass man einfach die Anzahl der Ports hinkriegt. Und USB 2.0 ist ja zusätzlich vorhanden, aber an schnellen Ports war der schon sehr knapp. Also der könnte jetzt tatsächlich zu etwas halbwegs Brauchbarem werden für Leute, die wirklich sagen, ich baue meine Grafikkarte ein, ich baue eine SSD ein, die sollte nicht zu lahm sein, aber es muss jetzt auch nicht das Allerschnellste sein, weil bringt ja nur Ladezeiten und keine Frames per Second. Für die könnte also tatsächlich jetzt sogar schon diese bis dato absolute Billig- und Office-Only-Klasse ein bisschen interessant werden. Was ich dagegen richtig spannend finde, ist der B860. B760 Mainboards hatten bislang ein großes Feature und ein großes Problem damit. Im Gegensatz zu AMDs Konkurrenzen, also sprich B650 und B650E, konnten sie nämlich zwei USB 3.2 Ports versorgen. Das heißt, dieses ewige Dilemma, will ich den jetzt vorne oder hinten haben, das wäre hier eigentlich Geschichte gewesen, die Mainboard-Hersteller konnten beides anbieten, was bei AMD unmöglich ist. Das Problem ist nur, dann hätten die Mainboard-Hersteller keinen einzigen USB 3.1-Port mehr gehabt. Und das ist inakzeptabel, das heißt, in der Praxis hat jeder Einzelne trotzdem nur einen nach außen geführt. Jetzt mit B860 haben wir USB 4 von der CPU, das heißt, wir können hinten einen schnellen Port mit 40 Gigabit sogar hinpacken.
Und dann kann einfach den 3.2 für vorne nehmen und habe immer noch die anderen 3.1er Ports übrig, die man notfalls mit Hubs relativ bezahlbar vervielfältigen kann, um ein rundes Gesamtpaket zu bieten. Das heißt, von der USB-Ausstattung hier ist jetzt erstmals in der B-Klasse im Prinzip das möglich, was ja als High-End gilt. 20 Gigabit vorn, 40 Gigabit hinten, genug 10 Gigabit Port, um die Sache abzurunden oder noch langsamere für andere Zwecke. Das ist eigentlich was, wo ich sagen muss, sagt sämtlichen unserer Fragen, 99,99% der User, also auch der wirklich High-End-User mit Luxusperipherie, sind damit vollkommen bedient. Und das ist in Zukunft schon in der B-Klasse möglich. Die zweite Neuerung, die wir halt auch hier haben, nicht beim H810 leider, das ist gesperrt, aber beim B860 sind die CPU 5.0 Lanes, so hat es zumindest besagter Leaker vorhergesagt. Das heißt, wir können hier jetzt tatsächlich auch in der formellen Mittelklasse die schnellsten SSDs mit voller Geschwindigkeit anbinden. Auch da gilt wieder AMD B650 ohne E, was preislich ungefähr auf dem Niveau mit B67 lag, ja sogar noch ein bisschen darüber teilweise, konnte das nicht, weil der allgemein kein 5.0 kann. Das heißt also, hier punktet Intel wieder in der Annahme, dass die B860 Boards nicht deutlich teuer werden. Ein B650E kann natürlich mehr, da kann sogar zweimal 5.0 und ein X870 kann auch mehr. Wenn die tatsächlich so teuer werden sollten, wäre das ein Fail. Aber gibt eigentlich keinen Grund, das anzunehmen, weil es in der restlichen Ausstattung nicht so wahnsinnig viel quantitativ ändert. Also zumindest mehr Kosten bei den Mainboard-Herstellern entstehen nicht. Das wäre, wenn dann Produktpolitik seitens Intels. Was sie aber bessert, ist auch hier die Geschwindigkeit der weiteren Ports. Macht jetzt nicht so den Riesenunterschied, weil auch der B67 konnte schon eine zweite SSD mit 4.0 anbinden und hat auch noch ein paar weitere Lanes. Aber hier haben wir jetzt halt sogar die Möglichkeit, ja, wenn wir keinen LAN-Controller hätten, könnten wir bis zu 10 zusätzliche 4.0 Lanes beziehen, so sind es 9. Das reicht für 2 X4 Links und dann kann man nochmal ein X1 oder so weiter reinmachen. Das heißt, wenn hier eine dritte und eine vierte SSD ohne größere Geschwindigkeitsanbuchen oder eine dritte SSD und einen schnellen Erweiterungsslot bieten. Also auch das wieder Sachen, wo man sagt, vielleicht nicht absolut High-End, aber doch zumindest sehr stabile Oberklasse. Und das halt alles ja bei dem PCH, der Nachfolger, dem, was bislang im Prinzip so das zweitbilligste im Sortiment war. Bislang ist aber nur ein Thema, was zählt ist, was kommt, nämlich was kommt als Gegenspieler. Deswegen habe ich hier mal den B860, so wie er laut Leaker kommt, gegenüber das gestellt, was AMD schon für den X870 jetzt schon verkauft und was AMD meiner Einschätzung nach für B850 und B840 angekündigt hat. Das ist beides nicht so ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind zwar schon offiziell geteasert und es gibt auch schon offizielle Spezifikationsangaben dazu, nur leider widersprechen die sich an einigen Stellen. Das heißt, das hier ist so ein bisschen redaktionelle Einschätzung, nicht im Sinne von, wie ich die Leaks bewerte, sondern das ist redaktionelle Einschätzung, was ich aus den widersprüchlichen Angaben von AMD, die AMD binnen mehrerer Wochen Wartezeit nicht aufklären konnte, mir zusammengereimt hat, was plausibel wäre. Demnach wäre der B850 ein Vollausbau, genau wie der X870, verzichtet aber auf den USB-4-Controller, allerdings auch auf PCI Express 5.0 für die Grafikkarte und mutmaßlich für die zweite SSD. Der B840 wiederum ist meiner Einschätzung nach relativ nah am bisherigen A620 dran. Ein bisschen mehr PCI Express Lanes, aber leider auch auf 3.0 beschränkt. Zumindest das scheint AMD bestätigt zu haben und bei der CPU auf 4.0 Geschwindigkeit. Damit sind die Vorteile für den B860 schon relativ klar. Also abgesehen davon, dass er quantitativ relativ gut dasteht, schlägt er halt den schon mal definitiv dadurch, dass er überhaupt 5.0 unterstützt und den B850 vermutlich dadurch, dass er an relativ vielen Ports PCI Express 5.0 unterstützt, also sprich auch für die Grafikkarte. Zudem definitiver Vorteil ist, er hat USB 4 nativ mit auf der Plattform dabei, während das von AMD allgemein zur Differenzierung gemacht wurde, von der X zur B-Klasse, dass der B850 keinen USB 4 Controller mehr on board haben wird, beziehungsweise haben muss. Bei der Anzahl der PCI Express ist das nicht unbedingt ein Nachteil, wenn das die einzige Änderung bleibt und den Mainboard-Herstellern die Verwendung freigestellt wird. Aber auch so kommen wir hier auf den 5.0er Link und maximal 3 4.0 Links zusätzlich, während halt der B860 bis zu 4 davon bereitstellen kann, also ein Stückchen besser dasteht. Und wie gesagt, er hat USB 4 zusätzlich. Er hat definitiv PCI Express 5.0 garantiert, dass er das machen kann, wenn der Leaker recht behält. Also meiner Meinung nach wird Intel definitiv oberhalb der B850-Klasse damit spielen. Und wie gesagt, sogar relativ stark dem X870 Konkurrenz machen. Unterschied bei den USB 3.1-Ports wird dann vielleicht doch langsam spürbar. Also das wäre so ein bisschen die Abwägung, wenn man jetzt ohne Zusatzcontroller weg. Der hat halt viel mehr PCI Express. Der hat spürbar mehr USB 3.1, was in der Klasse auch umgesetzt wird. Lässt sich aber durch Hubs relativ leicht korrigieren. Und ja,
Am Ende kommt es halt wieder drauf, braucht man zusätzliche X4-Links? Nein, weil ich will sowieso nur eine SSD einbauen oder maximal zwei. Dann kommt man auch mit denen hier relativ gut klar. Ja, dann hat der halt einen ganz entscheidenden Vorteil drin. Man kann sogar in dem einen Punkt, mal zum Vergleich, X870E, der kann die zweite SSD auch nur mit 4.0 anbinden und hat dann zusätzlich nochmal 8 freie Lanes und den LAN kann er halt über 3.0 versorgen. Der BE860 hat 9 freie Lanes. Das heißt also, sogar wenn man sagen kann, jetzt mal alle andere Ausstattung ausgeblendet, also vor allen Dingen sowas wie der Preisklasse, was für einen Onboard-Sound habe ich da in der Regel oder wie gut wird oder wie quantitativ wird USB ausgeführt und so weiter. Wenn man das mal alles ausblendet, wenn man quasi das billigstmögliche, was man hier machen könnte, an Bord zusammenbaut und nur die PCI Express nutzt, dann wäre es tatsächlich von einem wirklich guten B860-Board geschlagen. Und das ist wohlgemerkt das Top-Modell bei AMD. Und das hier ist die kommende Mittelklasse bei Intel. Ja, wie gesagt, deswegen in meinen Augen das sehr spannend. Ein großer Nachteil, den ich jetzt aber in Absicht zum Ende aufgerufen habe, um ihn herauszunehmen, ist halt, bislang waren alle B-Chipsätze, also tatsächlich auch als es noch Chipsätze waren und auch alle BIO-Hubs für CPU-Übertaktung gesperrt. Das heißt also, man kann zwar mittlerweile einigen Generationen RAM hochtakten, wie man möchte, und man kann auch die RAM-Timings tunen, wie man will. Zum Teil gab es aber schon Einschränkungen, wenn man den RAM-Controller mit mehr Spannung versorgen wollte, dass da Limits drauf waren. Das wissen wir natürlich noch nicht, wie das in der kommenden Generation wird, aber ein ganz durchgehender Unterschied in allen Generationen war, dass die CPU-Multiplikatoren gesperrt sind. Das heißt, in dem Moment, wo ihr sagt, ich will eine Intel-CPU, in dem Fall dann halt Arrow Lake, nicht nur im Rahmen dessen voll ausfahren, was die Standard-Taktspezifikation mit gegebenenfalls freigegebenen Power-Limits, das ist möglich, was damit zu erreichen wäre, sondern sobald ihr darüber hinausgehen beim Tuning, dann braucht ihr halt leider zwingend den Z98 und da würde ich auch davon rechnen, dass sich das dabei bleibt in der Zukunft. Ich fordere zwar bei jeder Generation erneut, dass Intel doch mal bitte sowas wie die alte P-Serie, also sprich Tuning mit weniger Ausstattung, wiederbelebt, aber bislang kam da nie Feedback. Natürlich könnte man jetzt einwenden, dass zumindest bislang für Leute, die auf Preis-Leistung geachtet haben, Intel sowieso immer zweite Wahl gegenüber AMD war. Nicht wegen der Boards, sondern wegen der Prozessoren. Das heißt, eigentlich ist es fast komplett egal, wie toll die neue Preis-Leistungsklasse bei Intel wird, wenn es halt keine passenden Preis-Leistungs-Prozessoren dafür gibt. Deswegen zum Abschluss nochmal was für die High-End-Käufer, die sagen, letzten Cent achte ich eh nicht so drauf, mir kommt es darauf an, was es bietet. Nämlich, was könnte denn die 900er-Generation bei Intel bieten? Mir ist nämlich was aufgefallen, als ich mir den Z890 mal in Natura angucken wollte. Das hier ist er. Und ja, sieht man jetzt natürlich erstmal nichts Besonderes. Es ist halt ein Europa wie der andere auch. Aber wenn ich zum Vergleich mal den Z790 aus der Vorgängergeneration dazu nehme, ich halte ihn mal hier so nah daneben, wie es mir möglich ist, dann wird man derlei erstmal sagen, das sieht ja genau gleich aus. Fast, wenn man tatsächlich, wenn man nachmisst, das Package ist ein paar Millimeter kleiner, deutlich weniger als das drastisch zusammengeschupfte Pinfeld, das Intel selbst angibt. Aber gut, ich sag mal, wie groß man jetzt das physisch macht, auch um Leiterbahnen störungsfrei nach außen zu routen, sagt nicht unbedingt darüber aus, wie viele Kontakte man tatsächlich auf der Unterseite nutzt. Das kann man auch ein bisschen komprimierter machen. Aber was tatsächlich genau gleich groß sind, sind die Chips. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, denn wie gesagt, der Z890 hat formell 4 PCI Express Lanes weniger als der Z790 und sonst alles gleich, was die reinen IO-Ports angeht. Was ich ja bislang nicht erwähnt habe, ist, dass Arrow Lake auch eine ganze Menge Systemfunktionen zusätzlich übernimmt. Das heißt, sowas wie die ganze Sicherheitsumgebung, die die Management-Engine zum Beispiel laufen lässt oder so weiter, die befindet sich jetzt in der CPU. Genauso eine Schnittstelle, wo man das UEFI direkt anbinden kann. Und letztendlich eigentlich fast alles, was bislang aus einem Intel PCA-Plattform-Controller habe, mehr als einem einfachen IO-Vervielfältiger gemacht hat, nämlich dieses gesamte ganzen Subroutinen, die nötig sind, um das System erstmal zu initialisieren, um das System zu überwachen. Also dann meine ich jetzt nicht so, die NSA liest mit, sondern meine ich sowas wie, stimmen die Temperaturen, die Spannungen etc. Dafür war bislang immer der PCA zuständig und hat zum Beispiel unter anderem für den Betrieb der Management-Engine, die sich halt auch sowas wie Verschlüsselung-Keys und so weiter managt, befanden sich darauf eigene x86-Kerne, nicht annähernd so leistungsfähig, auch nur wie ein E-Core, aber ich glaube, letztendlich eine Triple-Core-CPU war bislang hier integriert. Diverse Überwachungsfunktionen waren integriert, Schnittstellen für so Sachen wie ein Super-IO, ein UEFI etc. Das war alles im PCH mit drin. Und formell greift Arrow Lake jetzt aber das schon vom Meteor Lake in Notebooks bekannte Konzept auf und sollte eigentlich ein Konzept des Systems on a Chip sein. Das heißt, der macht das eigentlich alles selber. Und der Z98 hat das alles nicht mehr zu machen und könnte dementsprechend schrumpfen. Er macht's aber nicht. Und das verleitet mich zu dem Schluss, dass Intel hier eigentlich gar nichts neu entwickelt hat,
sondern sich gesagt hat, naja, den ganzen Zusatzfunktionen und Kleinkram, den brauchen wir jetzt zwar nicht mehr zwingend, aber wir haben schon ein Layout, wo es eh drauf ist und das Layout neu zu entwickeln wäre tatsächlich teurer, als wir an Produktionskosten einsparen. Lass doch einfach den weiterfertigen und ein bisschen was deaktivieren. PCI Express 4.0 haben sie freigeschaltet, aber wir wissen schon von Z96 zu Z97, dass dieses Silizium viel mehr 4.0 konnte, als was es anfänglich verkauft wurde. Das heißt, es ist naheliegend, dass es einfach ohnehin schon immer all 4.0 Lanes waren und sie das nur freigeben mussten. Und ja, meine Vermutung ist, wie gesagt, dass sie weiterhin eigentlich den Z790 verkaufen und halt Zusatzausstattung über die CPU dadurch kompensiert haben, dass sie ein bisschen was deaktiviert haben. Aber es hält sie nichts davon ab, das beim Z990 wieder freizuschalten. Und dann haben wir nochmal 4.0 Lanes extra. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, wird das vielleicht auch noch auf 5.0 freigegeben. Aber dazu dann mehr nächstes Jahr. Bis dahin haben wir auf alle Fälle schon eine ziemlich überzeugende Plattform. Jetzt müssten nur noch ein paar akzeptable CPUs dazu erscheinen.